Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 History Edition. Ja, Tristan, ach so, stimmt, der Pirat. Der Pirat. Was, ein Schiff ist dead. Das ist ja toll. Die ist dead. Ah, stimmt, ich bin ja immer noch dabei, Maria anzugreifen. Warte, wurde unser Schiff zerstört? Was? Wo? Wie? Nee, es wurde nicht zerstört, okay. Wo? Ah, nee, es ist aber ziemlich kaputt. Es ist ziemlich kaputt. Na, nicht besonders. Ja, doch, das Gewürzschiff ist schon ziemlich groß. Hä, wieso? Das ist Full Health. Hä, das Gewürzschiff, Aquarius. Ach so, das Gewürzschiff. Das ist ziemlich low. Ja, das hielt sich. Gar kein Problem. Weil war das hier oder hier? Beide Mitspieler befinden sich im Krieg. Ah, Hassan und Marie. Oh, und da ist ein Vulkan. Oh, nice. Apropos Vulkan. So ein Vulkan müsste doch ziemlich heiß sein. Ja. Oh ja, Tristan. Ja. Ich weiß, worauf du raus willst. Ich kann das gerade nicht machen. Wetter, Hitze, ne? Ist schon ziemlich krass, oder? Hitze, wer sich das ausgedacht hat, also. Ganz ja. Scheiße. Der Sommer war ja dieses Jahr nicht besonders lang hier bei uns im Süden Deutschlands. Ja. Die Produktion kommt. Aber jetzt die letzten paar Tage waren schon ziemlich brutal. Was hat gereicht, Tristan? Was wünscht ihr? Nice. Die Temperatur und die... Oh, die ganzen Gebäude brennen ja bei ihr. Ich glaube, die Insel ist bald unser Tristan. Fantastic. Dann können wir mehr so. Leute anbauen. Wir stehen zur Verfügung. Wir sind unterwegs. Die Gottlosen, aber drin. Die Gottlosen. Auf einer Insel ist ein Vulkan aktiv. Oh. Yeah. Explosion. Explosion. Ja, es trifft hier keinen falschen, Marie, ja? Gerade bisher wurde noch nichts von dir zerstört. Ja, ich glaube, dadurch, dass der halt wirklich so einigermaßen gut gelegen ist, ist der... Ihr seid nicht rein. Die haben ein gutes... Wobei, es hat ein Feld von ihr geklatscht. Nichts ja. Kann uns standhalten. Es ist witzig, dass das Krater hinterlässt. Aber ja, die gehen nach einer Zeit wieder weg. Ich glaube, nach einer Zeit gehen die wieder weg. Ja. Julian, hast du jetzt schon eine Kanone auf der Insel? Ja, ne? Ja, eine habe ich. Ich move gerade nur den Schwertorden hierher, dass der tanken kann. Wie zur Hölle haben wir 124 von 118 Militärbudget? Hast du irgendwas eingenommen, was Militärbudget gibt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach weniger Bevölkerung gerade. Nee. Wir haben mehr Bevölkerung dazu gewonnen, weil ich Gebäude gebaut habe. Ach so, ja, dann weiß ich nicht. Waren oder Information? Was ist wohl das lukrativere Handelsgut? Keine Ahnung, was ich da schon wieder gemacht habe, Tristan. Ich mach das mal auf das da. Mit einem paar Leute schneller einziehen. Da haben wir zwar für kurze Zeit mal ein bisschen weniger Steuern, aber... Ja, wir ja. Werden kämpfen und siegen. Was zum Angriff, meine getreuen Ritter. Für Gott. Wir sind bereit. Eine Trotzburg des Feindes wurde an ihrer Küste errichtet. What? Na, wo? Na, scheiß Ernst, ey. Oh, sorry, das ist meine Schuld. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, okay, da muss Tristan sich jetzt mal drum kümmern. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Da kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Nein. Oh, okay, der findet Items bei den Ausgrabungsdingern. Ich halte mal hier schön das andere Versorgungsschiff zumindest auf. Nein. Tja, schade. Halt doch kein Geld dafür, dass du mir eh gleich für den Krieg erklärst, weil du immer noch mit Reden bündelst.
zumindest gehe ich davon aus. Man kann es ja hier in dieser Diplomatieübersicht nicht sehen, ob die noch verbunden sind. Nee, leider nicht. Es ist ein herber Schwachpunkt dieses Menüs. Ja, das ist echt ein bisschen nervig. Wie lautet euer Befehl? Mein Befehl heißt Trutzburg einnehmen, Insel erobern. Oh, die Leute da oben, die bauen halt ganze Zeit neu. Das ist so absolut nervig. Ja, like, but what are you gonna do? Ich meine, es ist ihre Insel, ihre letzte, also ihre Hauptinsel. Ja, ich weiß. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ihre Schiffe wird von Korsaren überfallen. Oh. Ja, okay. Ah, das ist mir jetzt egal. Ist okay. Meine Zeit wird noch kommen. So flüstert es die Engel. Warte oh, mal. Oh, jetzt, wo wir dich fast vernichtet haben. Wir sind bereit. Renn direkt mit eingezogenem Schwanz. Ja, ich halt, also wenn ich den Bereich hier eingenommen habe, viel ist nicht mehr dann. Wie lautet euer Befehl? Da ist noch ein kleines Markthaus, das dann noch. Ziel anvisieren! Ziel anvisieren. Guck mal, was da gerade alles auf ihre Trutzburg draufläuft, das dann. Ihre Truppen waren sie. Nice! Ja, die Trutzburg auf unserer Insel ist zerstört. Die Korsaren, Alter. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja. So, das Schiff hat Kanonen, das kann sich verteidigen. Ja. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen die Drops rein. Mal schauen, was da dabei ist. Okay, das Gebäude war's dann. Was? Ich habe es übernommen? Ich kann jetzt bei ihr auf der Insel Trebuchets und so bauen? Okay. Wenn du die Materialien dafür auf der Insel hast, dann. Theoretisch ja. Könnte ich das machen. Ich greife mal ihren Marktplatz an. Bereit? Was hat der Typ denn dafür ein Item gefunden? Verstärkt das Heer auf einer Insel gegen feindliche Angriffe. Erhöhte Trefferpunkte plus 10%. Ja, wenn wir ein Konto auf der Insel von Marie hätten, dann könntest du deine Truppen buffen. Mit dem Item, was da ist. Ich glaube, ich habe jetzt eine Trutzburg, das da. Ich glaube, die macht den Rest für mich. Es ist ein Bergfried. Feindlicher Scherge sein Unwesen. Das muss natürlich auch jeden Tag sein, ne? Aber der Scherge läuft wenigstens ziemlich obvious rum. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ist okay, das haben wir schon. Ah. So, ich bräuch. Haben wir das Flaggschiff? Obwohl ich keine Ahnung. Das Flaggschiff steht da sowieso. Ah, ne, das verkauft gerade Sachen, okay. Ja. Warum? Ja, ne, alles gut. Ich schicke gleich eins von meinen Schiffen. Warum? What did you wanna do? Nix Wichtiges. Das ist. Ich will nur Sachen holen für ein Konto. Ich könnte natürlich die Trutzburg ausbauen. Aber will ich noch nicht. Die Insel ist. Ich will eigentlich den Konto nicht an der Stelle haben. Oder will ich den Konto an der Stelle haben? Das ist halt direkt gegenüber von Ehrenberg, ne? Weißt du, da wo die Trutzburg ist, könnte ich ein Konto draus machen. Wo ist denn die Trutzburg? Da wo die Felder angegriffen werden. Wie lautet euer Befehl? Okay. Ach, da. Lasst sie bluten! Naja, auf der Seite hat halt hat Helena eh nichts. Also da, sie arbeitet ja nur in der unteren rechten Ecke eigentlich. Gut. Weil sie ja nur da Inseln hat und ihr Konto ist auch auf der anderen Seite. Nein, ich will den Konto nicht zerstören. Ich würde ganz gerne nur die Hafenanlage drumherum.
Den schicke ich jetzt mal. Oh ja, der, he has. Just gonna buy that. Abgemacht. So, so, so. Ja, das ist mir auch zu heiß. Das ist alles kacke. Ja. Sommer ist aber nicht meine Jahreszeit. Ich kann Sommer. Es gut verstehen, wenn einige Leute Sommer geil finden und gern ans Meer gehen. Aber. Ohne ist mich. Einfach zu heiß. Einfach zu heiß. Cool. Oh, nicht so cool, weil der Bergfried. Wenn der Bergfried nicht in Range ist, verliert er jetzt HP hier? Nö. Ist ja nett. Was ist zu tun? Deswegen haben wir so viel. Deswegen haben wir. Ja, aber den habe ich erst gerade eben eingenommen, bevor. Okay. Nachdem du das oh, aber dadurch, hast. Dass wir den eingenommen haben, haben wir auch ein Militärbudget bekommen, glaube ich. Ja, ich besitze dieses Objekt mal wieder nicht. Wir müssen geduldig sein. Ja, ich kann ja das Ding jetzt da sockeln, das dann. Hier das sagen. Nun sorgt das mal kann ich den Ratssitz kaufen, ja, das ist bestimmt wichtig. Und dann kann ich das Ding hier sockeln. Das meine Truppen hier 10% stärker. Ja. Mehr HP. So, dann hole ich mal. Ich habe auch noch ein gehärtetes Kurzschwert, damit mache ich mehr Schaden auf der Insel. Mein Gott, der Vulkanausbruch auf der nördlichen Insel ist ja richtig nadi. In ihrer Siedlung fehlt es. So, warte mal, ich brauche eigentlich kein Holz mitnehmen, weil ich produziere da Holz. Ich muss eigentlich nur Werkzeug mitnehmen. Bevölkerung möchte ihrem Glauben Ausdruck verleihen. Hätte gerne eine Kapelle. Ja, das sind irgendwelche Gebäude, die ich noch einnehme. Jawohl. Dann los. Die Insel ist basically nicht mehr vorhanden von mir. Attacke! Ja, dann wird es natürlich wieder mega interessant, ob sie dann tatsächlich auf einer anderen Insel anfängt, Stadt zu bauen. Machen, ja. Oder es zumindest probiert. Naja. Ich glaub's irgendwie noch nicht, aber ja. Ich würde es gern wissen. Ich würde es echt gern wissen. Weil hätte ich nichts gegen jetzt, wenn sie das macht, aber. Also die südlichen Inseln müssen wir natürlich vorher noch einnehmen, ne? Aber like, wie lange hat es jetzt gebraucht, diese Insel einzunehmen? Like, boah, Alter. 10 Folgen. Safe. Länger wahrscheinlich. Gut, wir haben zwischendrin habe ich auch ein bisschen was anderes gemacht und unsere Bevölkerung lol. Gekümmert und so, aber. Lol, ist hier bei Dings, bei Helena, ist da mal, hast du irgendwie ein Markthaupthaus oder so abgefackelt? Nun ist es wohl zu spät, bei Helena. Zu weil da ist eine Mine auf ihrer Insel, die niemandem gehört. Lag direkt über dem Hafen. Bei welcher also Insel? Auf ihrer Hauptinsel, auf der Nord. Überm Hafen. Nördlich vom Hafen. Nö, ich hab da eigentlich nichts kaputt gemacht. Weil da ist einfach eine Mine, die neutrale Kraft ist. Ja gut, vielleicht ist da ein Dings gewesen, ein Brand in einem Gebäude oder sowas. Ich hab da irgendwas abgeschossen. Vielleicht habe ich da was abgeknallt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ich mach die Noria voll. Ich mach die Noria. Okay, schon gemacht. Eine Schlacht gewonnen. Die große Noria einfach unendlich. Sonst werdet ihr so schnell nicht mehr los. Das was überfallen die Röschenhof? Entweder ah, okay. Wir dürfen nicht leben oder es wird ja, richtig Julian. du musst ein paar Kumpane ausschalten. Entweder oder wir zahlen den 7000 Münzen, Tristan. Und die dürfen bei uns leben. Ich gebe den 7000 Münzen. Ich hab genug von dem Krieg, ey. Ich hätte es witzig gefunden, wenn du. Ich hätte es witzig gefunden, wenn du einfach da ja, marschiert wärst und die Bauern schlachtest. Das wäre auch sehr witzig gewesen, ja. Aber ich habe das jetzt ja, nur gemacht, weil ganz ehrlich, die Insel gehört. Die hier gehört mir jetzt ja fast schon, ne? Mhm.
Und ich brauche, ich habe jetzt extra kein Dings mitgenommen. Dings, wo man sagt. Oh, Mann, ich komme nicht drauf. Das sind alle. Holz. Ich habe extra kein Holz mitgenommen, ja. Mhm. Damit ich die. Weil ich habe da den Holzfäller und der hat genau in dem, der Range das gemacht. Ein bisschen nervig gerade. Ja, du kümmerst dich um die Noria, ne? Ich habe die Norias gemacht, ja. Oh mein Gott, Leute, schaltet dieses blöde kleine Transportboot aus, bitte. Zernichtet es. Zerklinge. No, they don't. What are you talking about? Sie haben eine Schlacht gewonnen. Ich habe eine Schlacht gewonnen, Tristan. Ich weiß noch nicht welche, aber. Alles fertig. Alles klar. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Nee, ihr müsst da das ja einnehmen. Das brauchen wir sonst zu lang. So unnötig, dass ich mit Bodentruppen das nicht machen kann. Wir marschieren los. So unnötig. Schon kommt zum Erliegen. Die Armee marschiert los. Keine Waren mehr hier. Echt? That's absolutely nuts. Sag bloß. Dass der Werkzeug machen nichts mehr herstellt, ey. Jetzt, wie viele Gesandte habe ich insgesamt? Eine Frage, dass ich das hier noch einnehme. Das hier. Und dann hier das hier, I guess. Wie ihr wünscht. Ist so gut wie erledigt. Ja, die Übernahme von Maries Insel ist actually so gut wie erledigt. Süß. Nein, wartet. Es versenkt das Flaggschiff nicht. Es hat noch ein HP. Damit kann sie sowieso nichts mehr anfangen. Damit ist sie actually langsam, wenn ich ihr neues kaufen lasse. Herrlich. Ein Sandsturm fegt über eine Insel. Liebendorf. Ist nicht unsere. Ist nicht, oder? Ist nicht unsere. Ich weiß ja nicht, für was man Zucker und Rosen braucht. Ja, like. Ich finde es auch so unnötig, Honig und Wein. Das muss man doch für irgendwas brauchen. Ja, aber es gibt doch keine höhere Stufe wie Adlige, oder gibt es noch was Höheres? Nö. König. Wahrscheinlich kann man, wenn man den Königspalast gebaut hat, kann man dann. Aristokraten. Kann man dann bauen. Einen König auf der Insel und der braucht es. Nur er. Ja, wir könnten einen Palast bauen, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber es ist teuer. Ja, das der kostet actually ein bisschen arg viel. Ich meine, wegen Income vor allem. Ja, 50 Income. Ja. Ja, schon. Nur 197 plus. Ja, ich weiß, ich habe ein paar viele Markthäuser gebaut auf der anderen Insel. Which is fair, like otherwise she's just gonna take all everything back. Ja, ja, wie gesagt, ich werd da Lowbob Stadthaus machen. Handelsgebäude erobert. Oh ja, das ist ein Marktplatz.
Leute, sie hat ein quadratisches Wasserbasar gebaut. Zweimal sogar. Oh Mann. Und aus irgendeinem Grund wird es angegriffen von irgendwelchen marodierenden Truppen. Wenn es weiter nichts ist, hilarious. Du greifst das da an. Ja, jetzt, ich glaube, es war's jetzt. Oh, Arita. Alles fertig. So. So sei es. Du hierhin. Unsere Bevölkerung in Ruhischenhof hungert. Ja, weil ich ihren Konto gerade zerstört habe. Eventuell. Eventuell. Ja, guck mal, sie hat keine Gebäude mehr da. Broken. Keine Ahnung. Die Plätze. Neuen gebaut. Oh mein Gott. So schnell kann ich keine Marktplätze bauen. Ihr solltet noch ein letztes Mal. Hä, hat sie ein neues Flaggschiff? Hat die das repariert? Yes. Ist das andere abgefackelt? Oh nee. Oh. Aber war noch. Aber hatte noch Bock drauf. Upsi. Ich habe eventuell ein Schiff vergessen. Das war ein One-Shot. Stellt keine Wagen. Ich dachte, müssen ja lassen. Die Folge eigentlich? Oh ja, wir müssen gleich aufhören. Das, aber ich möchte das Schiff noch versenken. Ich möchte das finalisieren jetzt hier. Klar, den Konto kriege ich hin, aber okay, das Schiff ist einfach versenkt. Wobei ich krieg den Konto noch hin, Tristan. Den Konto kriegst du noch hin. Den krieg ich noch hin mit den Schiffen kurz. Worum geht es? Hier ist auch nichts mehr. Da kann ich das auch schon mal moven. Und dann ist die Insel tatsächlich unser. Kann ich die Minimap bitte groß ziehen? Och, Hassan! Mensch, Hassan! Hassan, kannst du mal lassen. Der fährt auch einfach nur vorbei. Ja. Ich glaube, der jagt unsere Huma. Ja, wahrscheinlich irgendein Transportschiff mal wieder. Humus. Hummus ist gonna be big. Ich hab den Feind niedergerungen. Ja, das ist dann die Folge, hat Überlänge, aber was soll's. Ein feindlicher Scherge treibt Scherge nehmen wir auch noch mit. Wer ist sie? Ne, ja, Tristan und Schergen ist, so, okay, jetzt können wir den ganzen Kram hier erstmal abreißen. Das bringt uns erstmal free money. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Produktion kommt zum Erliegen. So, die setze ich mal ein bisschen hier weiter hin. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe. Ja. Ist ja gut. Ziel anvisieren. Haben's verstanden. Oh mein Gott, die orientalische Festung macht richtig Damage. Ja. Die ist super bastet. Festung allgemein. Und die Kanone schießt auch noch drauf. Klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Oh, wir können jetzt eine Speicherstadt bauen. Wett. Können wir? Nimm das einfach mal an. Ja, das machen wir dann, Tristan. Warte, habe ich jetzt alles eingebaut? Achso, wir können schon eine bauen. Achso, das ist dieses Monument. Ja, ja. Achso. Ja, ja. I remember. Und jeder hat bekommen, was er wollte. So. Was wünscht ihr? Ah, ist noch ein Markthaus. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme. Ja, gut, Tristan. Ich würde sagen. Nein. Oh, Hassan, ich wollte die Folge gerade beenden. Lass mich doch mal machen, bitte, jetzt. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, nächste Folge, dann ist es wirklich nur noch jetzt ein Markthaus, das da oben steht. Und dann ist die Insel final endlich unser. Ich kann die Mauern wahrscheinlich nicht abreißen. Dieses Objekt besitzen sie nicht. Ja, okay, es ist hab verstanden. Ich glaube, ich muss einfach eine Weile warten, dann gehört es mir. Die anderen konnte ich auch irgendwann abreißen. Ich schon eine Idee, wo ich okay. Tristan, mein Haus infiltriert bei Helena. Ich wollte gerade sagen, bei Marie die abgefragten Häuser kannst du nicht mehr infiltrieren. Da sind keine Leute mehr drin. Ich würde sagen, nächste Folge schauen wir mal, ob Marie tatsächlich eine andere Insel als ihre Hauptinsel dann, ne? Ich würde ja an ihrer Stelle das machen, aber ja. Das perfekte Versteck. Nice. Du spielst ein falsches Spiel. Ah, okay. Instant. Sie hat da irgendwo einen.
Aber wirklich instant, ne? Wir hören. Hm. So. Kann ich denn? Ich hab, konnte nicht mal gucken, was ich von einem adligen Haus aus alles machen kann. Direkt, das einfach direkt weggemacht, ne? Ja. KI einfach schneller, wie die Polizei erlaubt. Gut, ich würde sagen, die Insel ist unser, Tristan. Yay! Die Insel ist gecleant. Dann würde ich sagen, nächste Folge, ja, nehme ich das letzte bisschen ein und dann, eigentlich hätte ich ganz gern, ich hätte eigentlich schon Bock, irgendwie wieder mal eine Stadt aufzubauen, aber eigentlich müsste Marie eigentlich eine endgültige Vernichtung drohen. Mal schauen, mal schauen. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.